Moin und herzlich willkommen zu der FIFA 18 Real Madrid Karriere. Ich bin am Vorproduzieren, habt ihr vielleicht schon im LS Video gesehen? Habe ich gesagt, ja, ich bin am Vorproduzieren, ist ja geil, wenn du ein Like da lässt, ne? So, jetzt zieh ich erstmal Real angesagt, nichts anderes. Ja, schön, Griezmann, Ronaldo, die hatten einen super Doppelpass. Man muss das Tor einfallen. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Heute erwarte ich gleich zum Auftakt der neuen Spielzeit ein richtig gutes Spiel. Meister gegen Pokalsieger, zwei Boxer. Schön. Jetzt auf Sensor, der musste machen. Nein, macht er nicht. Richtig stark gemacht. Ja, verhindert hier. Ja, also heute wieder ein Spielvideo sozusagen. Ja. Ter Stegen kann klären. Also kein Transfer. Super dazwischen gegangen. Training und so mache ich ja immer auch. Danke für Cristiano Ronaldo. So wie Jugend. Da können Sie erstmal klären. Aber wenn Transfer. Messi. Folge zum Beispiel nächste Folge müssen wir. Lionel Messi ist wirklich ein überragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Der Argentinier kann. Wenn wir noch in der Transferphase sind, aber ich gehe davon aus. Und damit natürlich Wolf völlig zurecht beim FC Barcelona eine Legende. Marcelo. Der hätte auch durchgehen können. Steffen Griezmann. 2014 hat er diese Marke von Paulinho Alcantara geholt. Er spielt den Pass zurück. Relativ hilflos, was sie da machen, aber klar, bei diesem Messi. Druck gibt Eindruck. Das setzt sich Messi durch. So, Lionel Messi. Ousmane Dembélé. Coutinho mit der Riesenchance. Na, der was, Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Varane, schlecht gemacht. Asensio, ja, wir haben hier auch letztes Mal Maicon gekauft. Den habe ich aber erstmal verbrannt gelassen. Marco Asensio. Griezmann jetzt. Das war einfach. Thomas, und er hat den Ball. Ja nicht gekriegt. Schreibt trotzdem Transfervorschläge in die Kommentare. Werde spielt ich dann den Ball direkt holen, zurück. Vielleicht. Oder in anderen Karrieren. Super. Suarez. Achtung jetzt. Sergio Busquets. Jetzt der Angriff von Barca. Schön. Nun Ronaldo. Ronaldo. Komm mal. Luis Suarez. 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 Da doch war drin, mit dem Abschluss. Aber der Abschluss war nicht gut genug. Tut mir leid, wenn den Ton. Ich schätze, stottert wieder. Dembélé. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Barcelona mit dem Angriff. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt Cristiano Ronaldo. Griezmann, macht er den rein. Oh. Gutes Timing, guter Einsatz. Und das war knapp, aber es war abseits. Ballverlust. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sergio Busquets. Und jetzt Suarez. Suarez. Da steht die Abwehr sicher. Casemiro. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Na schön. Groß. Griezmann wieder auf Groß. Groß jetzt mit der Flanke. Schuss von Ronaldo. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Schuss raus, Alter. Wir müssen die sogar mit dem Tor groß reinbringen. Führen, damit super aufgepasst von Ter Stegen. Die haben jetzt vor. Und wieder Modric. Modric. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Und nicht super herausgespielt. Ter Stegen. Ja, der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Ich labert so viel der Druck Kontakt. Gibt Einwurf. Per Kopf zum Mitspieler. Und Ronaldo treibt den Ball nach schön vorne. Ja. Ein paar Worte zu Cristiano Ronaldo. Und jetzt ich denke zurück nicht, dass ihn das also groß beeinflusst. Aber trotzdem, es ist natürlich eine unschöne Situation, wie die Fans hier reagieren. Ronaldo am Ball, da rücken die Mitspieler auf. Modric. Modric, ah, da wollte ich gerade zum Schuss kommen. Der wird Messi vielleicht sogar auch rein. Lionel Messi, ein absolutes Phänomen. Ramos. Und neben Cristiano Ronaldo, kann der ich, wollte ich hier den Profi schicken. Ja, kann wirklich aus jeder Lage einen Treffer machen, wenn es sein muss, sogar mit dem Kopf. Ja, nochmal zurück, ja. Gut, und jetzt dahin. Carvajal. Ja, Griezmann. Der geht an die Latte und zurück ins Feld.
Das gibt's gar nicht, was der hier schon falsch wieder weg, gut gemacht. Und Messi. Messi. Casemiro. Jetzt spielen. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Ball bei Jordi Alba. Messi. Bei allen Erfolgen. Es ist Halbzeit im Rückspiel um den Supercup der Spanier. Weiter geht's, Anstoß zur zweiten Hälfte in diesem Rückspiel im Supercup der Spanier. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh. Nun Carvajal am Ball. Griezmann. Setz dich durch, Griezmann. Setz dich durch. Ich mach da nicht so gut. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Und jetzt ist der Ball geklärt. Groß am Ball. Kommen wir auf hier, ja, ein schön. Ein paar Worte zu Cristiano Ronaldo. Auch jetzt hier im zweiten Durchgang haben sie etwas schön gegen ihn, ganz offensichtlich. Eine Flanke eigentlich. Ganz souverän hier vom Torhüter. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Barca jetzt in der Offensive. Dembele. Coutinho. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Aber jetzt der FC Barcelona wechselt. Zaha kommt rein. Das ist gut. Eigentlich würde ich jetzt ihn nur ziehen, ne? Carvajal am Ball. Modric. Super dazwischen gegangen. Suarez mit dem Ball nach vorne. Luis Suarez. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Neymar ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt den FC Barcelona. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Nun Griezmann. Messi. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Da bin ich wieder. Umtiti. Das könnte gefährlich werden. Klasse Sergio Technik. Ramos. Marco Asensio. Asensio. Ja, schön. Casemiro. Und Griezmann. Sergio Roberto. Wir spielen einfach scheiße irgendwie. Schöne Aktion. Ist doch klar, dass Barcelona gewinnt. Messi. Eigentlich war das Abseits. Herr Schiedsrichter. Ich hab den schon drin gesehen. Das Abseits. Ja, aber nicht mit dem Verteidiger. Er kommt da tatsächlich noch vor der Torlinie ran. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Nun Carvajal am Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fängt diesen Ball ab. Ja. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ich will dich eigentlich gleich auswechseln. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Messi. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Casemiro. Und nun Carvajal. Ballverlust. Was geht jetzt über Messi? Jetzt nein, vielleicht. Nein. Zaha, ja, Spiel ist gelaufen. Tor. Und mit dem Tor sieht es richtig gut aus. Aber klar, sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Noch ist das Ding nicht durch. Ein ganz gelaufen, wichtiger Treffer. Nach momentanem Stand sind sie durch. Aber sie müssen leben, weiter aufpassen. Hier kann noch so viel passieren. Wird gefährlich jetzt. Antoine Griezmann hat mich schon aufgeregt, dass sie da vorne nicht richtig rankam. Und jetzt gar kein Zug mehr nach vorne. Schon ein bisschen, aber gar kein Torschuss. Echt. Jetzt Suarez. Coutinho. Hinten spielen wir den größten Kack. Coutinho. Mann. Mit dem Ball hat er gar keine. Es gibt Ecke für Barcelona. Jetzt die Ecke. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Wechselseite. Jetzt kommt der Wechsel bei Real.
Und Kamatan ist jetzt eigentlich trotzdem nicht schlecht. Ja, jetzt passt er. Mann! Da steht die Abwehr sicher. Und jetzt Busquets. Er ist doch frisch. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ist er hier auch aber. Mann. Iniesta. Und der Ball zurück zu Messi. Wird das seine Torchance? Iniesta. Coutinho mit der Riesenchance. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner ja, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Wechsel bei Real Madrid. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Benzema führt hier den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jordi Alba muss sich da jetzt irgendwie befreien. Toni Kroos. Nein. Sie müssen ach, ein Tor erzielen. Aber hier wurde der Ball abgefangen. Busquets. Naja, dann war es das eigentlich schon von der Folge, ne? Iniesta. Vom Tor kriegen wir ja nicht mehr hin. So, jetzt Barca am Ball. Sergio Roberto. Toll. Was willst du sonst machen? Wilfried Saar. Oh, was macht der denn da? Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Saha. Da gewinnt er den Zweikampf. Isco. Was für eine Gelegenheit. Können Sie kurz vor Schluss noch einen Konter setzen? Der Konter ist gestoppt. Da steht er gut. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Schau, ne? Schaut euch das.